Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker. Ihr seid mit dabei bei der ersten Runde Expo Special Event hier auf meinem Server im Battlefield 3. Vier Runden wurden gespielt, allesamt auf den Close Quarters Maps, also hier die Donia Festung, Operation 25, Sieber Tower und Altmetall. Gespielt eben mit dem Bogen und zu diesem Bogen will ich euch noch ein paar Sachen sagen. Bekommen haben wir den ja mit dem DLC Aftermath. Das waren unter anderem die Maps Epizentrum, wo immer wieder diese Erdbeben auftauchen. Und das ist auch schon die Idee von diesem Bogen eigentlich, diese Erdbeben. Denn es geht darum, dass sich die Marines aufgrund fehlender Ressourcen, eben wegen der Erdbeben, wegen der Zerstörung, wegen der Abgeschnittenheit von Nachschub, sich irgendwie Waffen zusammenbauen mussten. Und dieser Bogen besteht ja aus mehreren Teilen. Wir haben als Untergestell, als Lauf, also als Unterteil, als Griff die M417 und obenrum, also den Bogen selbst und der Seilzug, das sind Autoersatzteile und ich interpretiere das als Plattfeder, also der Bogen als Plattfeder und der Seilzug als Handbremsseile. Das sind zumindest mal die einzigen Sachen, die mir so einfallen von einem Fahrzeug, was man hernehmen kann. Ausgestattet mit dem Cobra-Visier oder dem PKS-07, das ist ein Zoom-Visier, ist dieser Bogen natürlich auch für Distanzschüsse interessant. Der Vorteil natürlich, wenn man mit dem Bogen schießt, wird man auf der Map nicht angezeigt, weil er mehr oder weniger geräuschlos ist. Es gibt verschiedene Pfeile, insgesamt vier Stück. Wir haben den Standardbolzen, dann gibt es einen Bolzen, der für die Distanz geeignet ist, den ballistischen Bolzen, einen Bolzen mit Bewegungsmelder und dann gibt es noch einen mit einem Sprengsatz vorne drauf. Also für jeden was dabei. Die Idee zu diesem Event, dass wir diese Waffe verwenden, kam von Maximus. Wir haben ja schon mehrere Sachen gespielt, also Pistol Only, Knife Only und so weiter und so fort. Deshalb wollten wir einfach mal was anderes haben. Im Spiel mit dabei, ihr hört im Anschluss nochmal das ganze Game mit Original Chatton, sind natürlich Abonnenten, Freunde, aber auch ein paar, in Anführungszeichen, Fremdlinge, die halt mitgezogen sind. Und ganz besonders muss ich erwähnen, haben wir zwei Mädels mit dabei, denn das ist wirklich was Seltenes im Shooter-Genre, dass man auch Frauen mal hier am Server trifft. Und das Ganze war recht spaßig und hat uns wirklich Fun gemacht. Wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, oh, das ist wirklich eine tolle Sache, dann schenkt mir doch mal einen Daumen hoch, abonniert mich und schreibt was in die Kommentare rein, wie das Ganze bei euch ankommt. Wie schon erwähnt, kommen auch noch die anderen drei Maps in eigenen Videos. Da werde ich dann nicht mehr so viel quassen, da lasse ich das meiste dann über den Sprachchat laufen. Somit wünsche ich euch jetzt hier viel Spaß bei diesem Video hier auf der Donia-Festung. Schauen wir mal, wie es so weitergeht mit dem Bogen. Und ja, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Hoffe auf Feedback, Kommentare von eurer Seite und somit noch viel Spaß und tschüss, euer Bitwalker. Boah, das ist geschreckt da. Ah, Mann! Oh, da kämpft einer. Oh, da haben wir uns gegenseitig. Das geht dir, du Sack. Gegenseitig gekillt, ganz schön gemein. Oh, du kannst wieder nicht lassen. Ja, ich hab's auch gerade gehört. Ja, gut, ich meine, das kann aber passieren, wenn man spawnt, dass der vor der Wand erschreckt, dann drückt man drauf, dann kann es ja passieren, wenn man spawnt, dann natürlich mit der Waffe in der Hand. Man. Wenn es nicht. Wenn es eindeutig absichtlich ist. Niki, ey, jetzt haben wir uns einen Knife-Fight geleistet hier, ey. Ich hab nur mein Bestes gegeben. Oh, von hinten, sorry. Ja, und? Warum entschuldigst du dich, wenn du mich von hinten abschießt? Das ist doch ganz normal. Das macht man also, nicht. Ich reg mich mal auf, wenn ich von hinten gekillt werde. Messer, mit dem Messer kommen. Ich hab gerade meine Waffe in der Hand. Sorry. Aber es ging jetzt nicht anders, ja, weil ich wiederbelebt worden bin. Ja. Deswegen hab's gerade so gebessert, weil bleibt ja nicht ganz übrig. Warum soll ich schießen, wenn's eh verboten ist? Das ist ja bescheuert. Nein, nicht zum. Also der kämpft doch da oben, das kann doch ja nicht wohl sein. Hahaha. Ja, der Johannes hat nur oben kämpft. Oh, verdammt.
gemacht. Ja, angeschossen hast du mich, glaube ich, weil einen Treffer habe ich abbekommen. Ja, aber wie gesagt, gleich, ja. Wie lange darf ich denn jetzt da noch? Bis halb elf kann ich. Ui. Vicky, warte mal eben bitte. Bis halb elf kann ich mitmachen, ne? Ja, macht's, solange es geht, ist in Ordnung. Nee, ich hatte schon mal auf so einem Server nur mit Armbrust und Messern, also ich fand das mal richtig interessant. Jo, ist ja mal ein bisschen Abwechslung, mal was anderes. Ist mal was anderes. Oh. Dauernd ist eh uninteressant, ich muss das. Oh, ich habe ein Teamkill gemacht, ja, verdammt. Ich muss mich da an das Ziel noch erstmal so. Nein. Ah, jawohl, habe ich. Mickey! Sorry! Genau so wie am Anfang mit meiner Waffe, wo ich zu halten habe, ne? Ja, ein schöner Distanzkill. Na, ich habe auf ihn geschossen, während der Messer, dann passiert nichts, ist ja wenn wahr sein. Na, jetzt liegt das hin, der Sack. Feigling. Na, ich will neben geschossen, pass auf, ich soll. Na, verdammt! Oh, scheiße, schon wieder die Granate, Mann, ey, ich lass immer die Granate los. Wo in der von mir, boah, jetzt bin ich auf innen von mir geschossen. Du hast dich nicht unter Kontrolle. Oh, von hier. So, wie schaut's aus da, wo sind die jetzt alle? Stück waren da, ey. Ja. Wo ist da wer? Wo ist da wer? Warum liegt der tot herum? Okay. Massensterben. Das ist ein Wahnsinn erst. Die oh, gewerkschaftliche Mittagspause ist vorbei. Der Wilwurf, der hat gerade mit der M16A3 gesagt. Wer denn? Der Wilwurf. Der ist. Achso, habt ihr schon rausgehauen? Oh, ne, ist ja rausgeschmissen, ja. Sehr gut. Gut, danke. Ich kam gerade um die Ecke und auf Dampf. Ja, manche können halt nicht lesen, das kommt natürlich auch dazu. Ja, schon schwer. Dass du extra noch ein Bild kann lesen kann, ist klar ein Vorteil. Wow. Sind dort Armbrust und Messer abgebildet, kann das sein? Und die Waffen und die Granaten und oder irgendwas anderes? Nee, nur die Armbrust. Ja. Aber egal. Weil, dann kann das sein, dass schon mal auf dem Server drauf war. Nö, glaube ich nicht. Das ist das erste Mal, dass wir das X-Bow machen. Hm. Geht da mal aus dem Weg, Mensch. Immer stehen sie davor. Na, nicht getroffen. Verdammt, im Weg. Scheiße. Ey, Der wollte nicht weg, ja. Furchtbar. Du? Oh, jetzt habe ich fast einen Teamkill gemacht. Ja, krass, dass du für die Armbrust auch so viele Sachen freizocken kannst, ne? Schön. Juhu, ein Messerreden. Rostgear. Da haben wir beide das Messer rausgezogen. Boah. Yeah. Verdammt. Aber ich hab's nicht getroffen. Häng ich an dieser Schubkarre. Die ist lästig, gell? Da bleib ich immer hängen. Oh. Ja, komm, Mackie. Jawohl. Oh Mann, ey, wie soll das? Genial. Ja. Das war jetzt einfach Glück. Mit Waffe. Oh. Das ist dreimal probiert. Ja, von vorne. So ein Move, das ist einfach Glück. Oh. Was ist denn jetzt los? Warum bin ich hier geflogen? Hast du sehr wahrscheinlich was Unerlaubtes gemacht? Also, Johannes. Ich hab gar nichts gemacht. Glaube ich, Internetverbindung hat schon. Kannst du wieder joinen? Ich bin ausgeschlossen. Und warum? Oh, hast du mit der MG geschossen, zufällig? Granate gemacht oder was? Was hab ich? Ich hab überhaupt nichts mit einer Granate gemacht. Jo, wir haben ehrlich auf Video, ist kein Problem. Kannst du wieder joinen? Hallo? Was? Wieso bin ich rausgeflogen jetzt? Hab ich Maximus getötet? Ich
Vielleicht zweimal hintereinander. Also ich habe jemanden gekillt, der definitiv mit der MG geschossen hat. Der habe ich auch rechts oben gesehen beim Kill. Wenn mir jetzt keiner hier eine vernünftige Antwort geben kann, dann spiele ich jetzt noch eine Runde Siebertower und dann ist die Sache für mich. Ich habe es dir gesagt. Ich habe definitiv gesehen, also wenn du Jenny bist, du hast mit der AUG jemanden gekillt. Ups! Nee, ist nicht Jenny, das ist Mrs. Twike. Achso, nee. Da hast du die falsche. Warte, muss ich nochmal schauen. Das kann natürlich sein, dass ich wieder verdrückt. Na? Ah, gibt mich. Nee. Oh. Du kannst eh wieder joinen, das ist ja kein Problem. Der Server ist eh offen. River kannst du auch kicken, der hat mit der M16 gespielt. Ah. Was ist denn hier los? Oh. Ah, hallo Victor, Entschuldigung. Hi. Victor war schneller gewesen im Rausschmeißen als er. Ja, kann mich dann einer mal wieder einladen, bitte? Wir gehen einfach auf Freunde. Im Prinzip, warte mal, das kann ich eh machen. Moment, Leute, klein. Wo findet ihr? Ich finde dich da bei Freunden und auf die letzten. Wer bist du? Wie nennst du dich? Ich? Ja. Bis Strike. Was? Bei dem Solzen. Dingern ist es egal, ob das explosiv ist, oder? Das ist egal. Nur die normalen Bolzen, Standard-Equipment. Ach, nur die normalen? Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, nicht, dass ich die explosiv drin habe. Ja, ich habe aus Versehen die explosiv drin, warte, dann muss ich das nochmal umändern. Weil das ist schon wild, wenn das dann losgeht, nicht, dass ich aus Versehen dann die Explosivbolzen da habe. Das ist nicht mit Absicht, nicht, dass ihr euch wundert. Das ist aus Versehen, wenn ich da mal mit dem Finger drauf komme. So, wo sind die Burschen oder Leute da? Toll, ey. Max, und ich hatte so eine gute KD mit der Armbrust angefangen, ey. Und dann bin ich hier einfach rausgeflogen. Boah, das ist näher. Oh, Mann. Aus welchem Grund bist du nur geflogen? Weil der Victor wohl schneller war mit dem Rausschmeißen als er. Und dann bin ich unter die Räder gekommen. Ein klassischer Arbeitsunfall. Nein, scheiße, ich hab eine Granate geworfen. Scheiße, es tut mir leid, das wollte ich nicht. Nein! Solange keiner stirbt, macht's aber nichts. Du hast deinen Klein gekillt, ja. Dann ist er gerade noch gut. Das ist doch Glück. Noch ist er weggelaufen. Ja, komm, ja. Komm. Ja, da. Kann mir mal einer sagen, was die gelben Bolzen hier sind? Die gelben? Ach, das sind die Explosiven. Okay, gut. Ja. Das ist mit dem fetten Kopf. Gut. Ich hab jetzt für welche die gelben. Die gelben will ich nicht haben, ich will andere haben. Die roten. Der gelbe ist der Bewegungsmelder, glaube ich, oder? Explosiv-Klobe. Yeah. Also ich hatte gerade Explosiv gehabt, deswegen muss ich gerade erstmal gucken, was ist, weil ich spiele sonst ganz selten mit der Armbrust. Weil ich auch nicht, weil ich triefe nämlich nie was ich mit der Armbrust. Immer einfach grauen. Also Standardpfeil, ganz normaler Standardpfeil. Ja. Victor? Oh, verdammt. Victor, mal eine Frage, hast du eigentlich Laberecke? Du, um das geht's jetzt doch nicht. Wir spielen jetzt, entweder machst du mit, dann joinst du bitte den Server, ansonsten raus aus dem Chat. So, komm. Ah, fahr schon wieder daneben, verdammt. Skatty, du Sack. Oh, Hitman. Damit, ja, geht. Das ist ja Wahnsinn. Irgendwas hat mein Controller gerade. Hört ihr mich? Ja. Ja. Okay. Wenn ich mal fragen wollte, Victor, kurz nochmal, machst du eigentlich noch mit Laberecke, machst du mit eigentlich nochmal weiter? Du, jetzt geht's um das, wir dann jetzt hier Special Event machen, entweder du machst mit oder raus aus dem Chat. Boah, ist ja ganz knallhart hier heute. Was machst du für ein Special Event? Ich hab das jetzt nicht verstanden, akustisch. So, sorry, schaust auf Facebook bitte nach, ich schmeiß dich jetzt raus, sorry, das für dich so bist wirklich kein Nerv. Mach okay. Nicht. Ciao, Victor. Ciao. Im Weg. Ciao. Aber sorry, man. Ah. A7.
X Edgehead. A7 X Edgehead. Nein! Der hat es nicht verstanden. Basti, weißt du, du willst ja bei unserem Clan mitwirken, ne? Der dachte. Ja. Oh Mann, warum hab ich jetzt schon wieder die schwulen Exklusivteile? Wer weiß, wo du gerade warst? Was ist da einfach herumgehüpfe, sag einmal? Was ist denn da oben los? Ja, ich auch. Ja. Im ersten Stock. Ist da. Ah, was ist da los? Untergefallen. Na, verdammt, der Max. Oh, Mrs. Strike hat mich mal. Okay, ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Rothändle 2.0. Schwarze Afghane, ne? Ey, wird nie irgendwas gezündet? Ich nicht. Ich sag's gleich, ich weiß nicht. Ah, daneben geschossen. Nein, Mann! Lasst mich doch alle mal in Ruhe hier, ey. Was habt ihr alle gegen mich? Jawoll. Wer denn da eigentlich gerade so himmlisch gelacht? Ich? Ah, ich hab nicht über dich gelacht, nein. Ach, du warst das? Nein, ich habe einfach gelacht, nicht über jemanden. Schweizer lachen normalerweise nicht, das ist verdächtig. Ja, weißt du, ich bin halt eben ganz fröhlich da mit unserer Bergluft und so. Ja, deine Bergluft kenne ich schon. Guter Stoff, Muchacho. Boah, ey, das ist. Niki, das war heute so warm bei uns, ne? Das war richtig schön heute, ja. Bei uns ging ein bisschen Wind und Sonne war zwar draußen, aber naja.